Ja, hallo und willkommen zum nächsten Sondervideo. Ich glaube, Folge 72 ist es mittlerweile. 71 müsste ja der Schatz des Knopfmachers gewesen sein. Unglaublich viele Knöpfe. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin hier wieder auf dem Schlachtfeldacker. Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, was die Funddichte angeht. Also ich habe hier doch schon einiges finden können und ich muss jetzt auch schon etwas größere Strecken laufen, um hier noch ordentliche Sachen zu finden. Viel Müll ist natürlich immer noch dabei. Und ja, ich gehe jetzt mal los und dann wollen wir mal gucken, ob wir was anderes finden außer Knöpfe. Die scheinen hier dann noch in Massen rumzuliegen. Aber vielleicht habe ich auch Glück und finde nochmal eine kleine Silbermünze. Schauen wir mal, ich nehme euch mit und wir sehen uns dann gleich beim ersten Fund. Viel Spaß! Nächster Fund ist eine Musketenkugel oder Pistolenkugel. Super. Oh. Super. Leute. Ein Fingerhut. Noch intakt. Klasse. Erde lasse ich drin für den Transport. Ein schönes Stück. Klasse. Eine Münze, ein Zink, 10 Pfennig Zink aus dem Dritten Reich, denke ich mal, oder? Genau, könnte auch Kaiserzeit sein, ne, ist Kaiserzeit. Eine Zinkmünze. So, was haben wir hier? Sieht nach einer Münze aus. Ich meine sogar, dass es eine Silbermünze ist. Der Knaller, ey. Ich glaube, es ist eine Silbermünze, ja. Schaut nach einem Mariengroschen aus oder so. Nee, ich glaube 4 Pfennig kann ich lesen. Von 1728 könnte sein. Klasse, Mensch, eine Silbermünze, super. Oh, ich laufe hier schon so lange durch übers Feld und viel Müll wirklich. Endlich, wurde belohnt, super. Ja, es ist nicht zu glauben, ne? Also hier ungefähr lag die Silbermünze gerade und ich habe jetzt hier in diesem Knubbel hier das nächste Loch gegraben und da lag nochmal ein Knopf. Ob das wohl zusammengehört? Ja, gute Frage, ne? So, der nächste Fund hier schaut wieder nach einer Münze aus. Eine schöne Einpfennig-Scheidemünze von, ich glaube, 1816. Super, klasse. So, hier nochmal ein Signal. Relativ hoch, 70er Bereich. Gucken wir. Was. Hier sehe ich es schon. Ah, ist nur eine große Metallplatte. Oder Kupferplatte.
geht es hier Münze auf Münze anscheinend. Was haben wir hier? Ja, wieder ein Pfennig oder so. Genau, ein Pfennig Scheidemünze von 1771. Hier ist irgendwo noch mal ein oberflächennahes Signal. Aber recht groß. Eine Münze wird es, glaube ich, nicht sein. Oh, hier. Tja. Sieht nach irgendwas Maschinellem aus. Das nächste recht oberflächennahe Signal, hier direkt unter der Hochspannungsleitung auch. Mal gucken, wo haben wir es? Es ist nicht mehr vorhanden, ist weg. Ah, hier vorne ist es. Knopf. Öse dran. Super. So, ein paar Meter weiter. Schaut mal, was wir hier haben. Ein richtig fettes Bleigeschoss. Irgendwie hier mit einem Gussrest noch dran. Der Hammer. Ich habe mal eine Möhre gepflanzt. Ihr seht die Tiefe, da kam hier nochmal diese schöne kleine Schnalle raus. Super. Da liegt nochmal ein Pfund. Finde ich. Deutsches Kaiserreich. Schön. Noch ein Pfund, eine Münze. Ja, super. Zwei Pfennige von 1846. Ja, und noch mal ein fettes Bleigeschoss oder Meniergeschoss, das auch anscheinend irgendwas getroffen hat. Super. Ja, jetzt läuft's aber. Noch eine Münze. Wieder eine schöne Pfennig-Scheidemünze. 1797. Klasse. So, ihr seht jetzt alle im Video nicht gezeigten Funde in der Zusammenfassung und ich fahre jetzt nach Hause und ich wünsche viel Spaß.
das war's mit dem Video, mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat. Und so könnt ihr mich auch ein bisschen supporten. Die Funde an sich waren heute gar nicht so schlecht. Anfänglich war es sehr zäh, sehr viel Müll dabei gewesen. Und zum Schluss kamen dann ja noch ein paar schöne Münzen. Also super, von daher will ich mich nicht beschweren. Und so viel Zeit hatte ich heute halt auch nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut. Bis dann.